Moskau. Die Rote Armee war zur mächtigsten Kampftruppe der Welt angewachsen. Stalin hatte den größten Teil Osteuropas unter seine Herrschaft gebracht. Die Sowjetunion propagierte ein alternatives Gesellschaftsmodell, Staatseigentum und eine zentralistische Planwirtschaft im Gegensatz zum westlichen Glauben an eine gemischte Wirtschaftsform und freies Unternehmertum. There was great alarm at the deteriorating political and economic situation and fear. Man war höchst beunruhigt über die Verschlechterung der politischen und wirtschaftlichen Lage und befürchtete, dass nationale kommunistische Parteien in Westeuropa durch Störaktionen den völligen wirtschaftlichen Kollaps herbeiführen könnten, was vermutlich ohnehin geschehe, wenn nichts dagegen unternommen würde. Und das wiederum würde den Sowjets den Vorwand liefern, ihren Einfluss auf Westeuropa auszudehnen. Extend their influence in Western Europe. Im Februar 1947 teilte die britische Regierung den Amerikanern mit, sie sei wegen einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise gezwungen, ihre Hilfeleistungen an Griechenland und die Türkei einzustellen. Die US-Regierung befürchtete, der östliche Mittelmeerraum könne als Folge zum kommunistischen Einflussgebiet werden. Truman reagierte und ging in die Offensive. Die freien Völker der Welt erwarten unseren Beistand für den Erhalt ihrer Freiheit. Wenn wir als Führungsmacht versagen, könnten wir den Weltfrieden gefährden. Ganz sicher jedoch das Gemeinwohl unserer Nation. Ich hörte von den Rängen des Parlaments seiner Rede zu und war verblüfft über die absolute Konzentration, mit der der Kongress seine Worte aufnahm. Jeder Einzelne im Auditorium war sich bewusst, dies war ein historischer Augenblick. Daher bitte ich den Kongress um die Ermächtigung, innerhalb der Legislaturperiode bis zum 30. Juni 1948 Mittel in Höhe von 400 Millionen Dollar für Griechenland und die Türkei bereitzustellen. Zum ersten Mal bemühte Truman den Vergleich vom Wettkampf zwischen Freiheit und Tyrannei, der freie Westen gegen die Kommunisten. Truman musste den häufig zum Isolationismus neigenden Kongress zum schnellen Handeln bewegen. Genau dies bewirkte der antikommunistische Akzent der Truman-Doktrin. Trumans Rede entsprach voll und ganz seinem Charakter. Er war ein Mann der klaren Erkenntnisse und der eindeutigen Entscheidungen. Nach 5,5 Jahren blutiger Auseinandersetzung mit dem Faschismus war Europa bankrott. Die Industrieanlagen waren zertrümmert. Statt Wohnungen standen nur noch Ruinen. Die Menschen kämpften ums Überleben. Die kommunistischen Parteien mit ihrer antifaschistischen Vergangenheit lockten neue Gefolgsleute an. The appeal of communism to young people and to students. Junge Leute und Studenten fühlten sich vom Kommunismus angezogen, weil er Hoffnungen auf die Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft weckte. Viele glaubten fest daran, die Kommunisten würden eine bessere Welt schaffen als die vor dem Weltkrieg. Wer die Welt verändern wollte, musste einfach kommunistisch wählen. Der Mann, den Truman gegen die kommunistische Bedrohung antreten lassen wollte, war sein neu ernannter Außenminister, General Marshall, ein bewährter Kriegsveteran. Er sollte die Antwort der Vereinigten Staaten umsetzen. Marshall war der außergewöhnlichste Mann, den ich je kennengelernt habe. In mancher Hinsicht war er streng und unzugänglich. Er gestattete niemandem, ihn mit seinem Vornamen George anzureden. Nicht einmal Präsident Truman, der dies ursprünglich wollte. Nein, meinte er, General Marshall, das genügt. Er strahlte Charakterstärke und Führungskraft aus. Im März 1947 begegnete Marshall seinem sowjetischen Kollegen Molotow auf der Außenministerkonferenz in Moskau. Auch Großbritannien und Frankreich waren vertreten. Die großen vier suchten sich über das künftige Schicksal Deutschlands zu einigen. Bei aller Gastfreundschaft der Russen schleppten sich die Verhandlungen wochenlang hin.
Marshall made one last effort. He had an interview with Stalin. Marshall unternahm einen letzten Versuch. Er traf sich zum Gespräch mit Stalin im Kreml. Und dieses Gespräch überzeugte Marshall, dass die Sowjets nichts weiter wollten als Zeit schinden, damit sich die Lage in West- und Mitteleuropa noch weiter verschlechterte und die öffentlichen Unruhen eskalierten. Dann würden die Kommunisten vermehrt Zulauf erhalten und möglicherweise in Europa kommunistische Regimes etablieren können, ohne dass die Rote Armee einzumarschieren brauchte. Europas zentrales Problem war die Frage, was mit dem besiegten Deutschland geschehen sollte. Stalin wollte, dass Deutschland schwach bliebe. Es sollte nie wieder erstarken und die Sowjetunion erneut bedrohen können. Die Amerikaner jedoch waren überzeugt, dass Deutschland wieder auf eigenen Füßen stehen müsse, bevor ganz Europa sich erholen könne. Marshall vertrat die Meinung, dass Eile geboten war. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Moskau beauftragt er das US-Außenministerium mit der Ausarbeitung eines Plans für den Wiederaufbau Europas. Dafür sollten Milliarden von Dollar bereitstehen. Und die musste der Kongress erst bewilligen. Die Lage ist äußerst kritisch. Glücklicherweise sind wir heute die stärkste Nation der Welt, zumindest wirtschaftlich. Die Dringlichkeit des Problems veranlasste Marshall, seinen Plan voranzutreiben. Er umriss ihn bei seiner Ernennung zum Ehrendoktor an der Harvard-Universität. Leider hielt keine Filmkamera dieses Ereignis fest. Marshall forderte ein gigantisches Wiederaufbauprogramm für Europa und lud die Europäer ein, mitzuwirken. Der britische Außenminister Ernest Bevin begriff die Bedeutung der Rede Marshalls sofort. Es war schon immer sein Wunsch gewesen, die Amerikaner in den Wiederaufbau Europas einzubeziehen. Nach Marshalls großartiger Rede in Harvard griff Bevin die Idee sofort auf. Er brachte zugleich die Franzosen mit ein. Sie begrüßten den Plan und schufen gemeinsam das Europäische Wiederaufbauprogramm, European Recovery Program, ERP, für den Wiederaufbau Westeuropas. Auch die sowjetische Wirtschaft brauchte dringend Investitionen, um die Verwüstungen aus den Kriegsjahren zu beseitigen. Theoretisch war der Marshallplan gleichermaßen offen für den Osten wie für den Westen Europas. Die Frage war nur, ob sich Stalin daran beteiligen würde. Stalin war stets argwöhnisch und hatte von Anfang an nicht viel übrig für den Plan. Ihr werdet sehen, sagte er. Heute ist die Lage anders als zu Kriegszeiten, als die Amerikaner an unserer Seite standen. Heute gilt die Truman-Doktrin. Die denken überhaupt nicht daran, uns wirklich zu helfen. Sie wollen uns die Volksdemokratien abspenstig machen und sie aus unserem Einflussbereich auf ihre Seite ziehen, sie unterwandern und von der Sowjetunion lösen. In Paris tritt im Juli 1947 eine Außenministerkonferenz zusammen, um die europäische Reaktion auf den Marshallplan zu formulieren. Trotz Stalins ablehnender Haltung erscheint Molotow mit einer großen sowjetischen Delegation am Verhandlungstisch. Molotow hörte sich die Vorträge und Vorschläge an und bemerkte sehr wohl, dass die Wiederaufbauhilfe an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft sein würde. Der Kalte Krieg bildete ein weites Operationsfeld für Spionage auf beiden Seiten. Auch zur Zeit der kritischen Pariser Verhandlungen lieferten Spione in London ihren sowjetischen Auftraggebern vertrauliche Schriftstücke en masse. Dutzende kamen bei uns an. Der gesamte Schriftverkehr des US-Außenministeriums ging durch unsere Hände. Wir bekamen alles, was wir wollten. Nach sechstägigen Verhandlungen in Paris überbrachte Stalins Geheimdienst neueste Informationen über den Marshallplan.
Our intelligence service knew everything. We've read all the documents which were Unser Geheimdienst wusste über alles Bescheid. Wir kannten alle Schriftstücke, die von der Regierung der Vereinigten Staaten herausgegeben und an fast alle europäischen Länder verteilt wurden, auch an die Regierung der Sowjetunion. Doch wir hatten auch alle anderen Dokumente, die nicht für die Augen der Sowjetunion bestimmt waren. Diese Informationen bestätigten, dass Amerika nicht wirklich wollte, dass wir an dem Plan teilnahmen. Man machte diese demonstrative Geste nur, um nicht jene zu verprellen, die bereits ihr Interesse bekundet hatten. Stalin befahl Molotow abrupt, die Sowjetdelegation von den Verhandlungen abzuziehen. Als Molotow die Pariser Konferenz verließ, warf er dem Westen vor, Europa in zwei feindliche Lager gespalten zu haben. Niemand kam auf die Idee, die Sowjets würden sich tatsächlich am Marshallplan beteiligen. Doch es war wünschenswert, die Welt davon zu überzeugen, dass wir wirklich uneigennützig handelten, dass dies keine antikommunistische, keine antisowjetische Maßnahme war. Und falls ein Wunder geschehe und die Sowjets oder einer ihrer Satellitenstaaten wirklich hätte teilnehmen wollen, dann hätten wir sie willkommen geheißen. Doch wir hielten dies nicht für realistisch. In Prag hatte die tschechoslowakische Regierung die Teilnahme am Marshallplan diskutiert. Ihre Mitglieder waren demokratisch gewählt. Ein Drittel der Minister waren Kommunisten. Das Kabinett reagierte absolut positiv. Auch die kommunistischen Minister der tschechoslowakischen Regierung. Sie stimmten unserer Teilnahme an der Konferenz zur Vorbereitung des Marshallplans in Paris zu. Diese Entscheidung der tschechoslowakischen Regierung erfolgte einstimmig. Stalin zitierte den tschechischen Ministerpräsidenten Klement Gottwald nach Moskau. Dieser traf, begleitet von Außenminister Jan Masaryk, am Nachmittag des 9. Juli in Moskau ein und durfte warten. Erst gegen 11 Uhr abends, also kurz vor Mitternacht, teilte uns jemand mit, wir sollten uns unverzüglich im Kreml einfinden. Wichtigster Gesprächspunkt war, dass keine tschechoslowakische Delegation nach Paris reisen und an der Konferenz zum Marshallplan teilnehmen solle. Stalin erklärte, wenn Sie nicht bis zum 10. Juli, 4 Uhr morgens, Ihre Teilnahme absagen, am 12. Juli sollte die Konferenz beginnen, wird das ernsthafte Konsequenzen für unsere gemeinsamen Beziehungen haben. In klaren, barschen Worten stellte uns Stalin ein Ultimatum. Er gab unserer Regierung praktisch 4 Stunden Zeit, ihre Entscheidung kundzutun. So wurde schließlich der Teilnahmeantrag für die Konferenz in Paris vom selben Kabinett, das sich einstimmig dafür ausgesprochen hatte, abgelehnt. Was den Marshallplan anging, gab es kein normales Gespräch. Wir hatten praktisch den eindeutigen Befehl, ihr habt abzusagen. Tut ihr es nicht, dann endet unsere Freundschaft und ihr begeht Verrat an der Sowjetunion. Deutlicher ging es nicht. Bei der Abreise der tschechoslowakischen Delegation aus Moskau verlas Gottwald ein vorbereitetes Kommuniqué. Sein Unbehagen war ihm anzusehen. Es lebe die immerwährende Freundschaft und das Bündnis zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. Lang lebe das heldenhafte Sowjetvolk und sein großer Führer, Generalissimus Stalin. Jan Masaryk war von diesem Erlebnis zutiefst erschüttert. Als er aus dem Flugzeug stieg, sagte er, ich bin als Minister eines freien Landes nach Moskau gereist. Ich kehre zurück als Stalins Lakai. Im September 1947 unterschrieben 16 europäische Staaten ihre Beteiligung am Marshallplan und forderten insgesamt 20 Milliarden Dollar an Hilfsleistungen an. Das westliche Bündnis begann Gestalt anzunehmen. Die Fronten des Kalten Krieges zeichneten sich ab.
Der Grundgedanke war Mitgefühl und guter Wille, die Vorstellung, dass unsere ehemaligen Verbündeten Hilfe der Vereinigten Staaten bedurften. Die Politik des Marshall-Plans wurde in der Sowjetunion als Mittel betrachtet, mit dem die Amerikaner Einfluss auf die Empfänger der Marshall-Plan-Hilfe nehmen wollten. Das konnte die Sowjetunion nicht hinnehmen. Sie sah darin eine aggressive Maßnahme der Amerikaner. Deshalb wurde der Marshall-Plan von unserem Land nie akzeptiert. Im September 1947 ließ Stalin die Kommunistische Internationale, Komintern der Vorkriegszeit, unter neuem Namen wieder aufleben. Kommunistisches Informationsbüro, Kominform, ein sowjetisches Kontrollorgan für die Länder des Ostblocks. Auch den kommunistischen Parteien des Westens trug er auf, die Initiative zur Machtergreifung zu übernehmen. In der amerikanischen Propaganda wurde die Kominform als verschlagene, finstere Verschwörung des Bösen dargestellt. Das später gegründete Comecon hingegen bot russische Wirtschaftshilfe für die Ostblockstaaten an, zum Beispiel Getreide für die Tschechoslowakei nach einer Missernte. Sowohl Kominform als auch Comecon waren unsere unmittelbare Antwort auf den Marshallplan. Die Kominform wachte über die politische und ideologische Linientreue in den sozialistischen Ländern. Das Comecon hatte die Aufgabe, Wirtschaftshilfe zu leisten, damit diese Länder nicht aus unserem Einflussbereich gerieten. Februar 1948. Die Kommunisten greifen nach der Macht in der Tschechoslowakei. Gegner der Kommunisten werden inhaftiert. Arbeitermilizen marschieren. Aktionskomitees übernehmen die Kontrolle über Polizei und Gewerkschaften. Nach dem Rücktritt von 12 Ministern der Mittelparteien bestätigt Präsident Beneš die ihm von Ministerpräsident Gottwald vorgelegte Liste mit 12 neuen kommunistischen und 12 anderen Ministern. Innerhalb von 5 Tagen übernahmen Kommunisten die Macht in der tschechoslowakischen Regierung. Im Handstreich geriet das Volk unter Stalins Herrschaft. Am 10. März 1948 stürzt Außenminister Jan Masaryk aus einem Fenster seiner Prager Wohnung in den Tod. Noch heute ist ungeklärt, war es Selbstmord aus Verzweiflung oder wurde er gestoßen? Jan Masaryk, der Sohn von Thomas Masaryk, Gründer des tschechoslowakischen Staates, wurde zu Grabe getragen. Seine Beisetzung symbolisierte das Ende der Freiheit in der Tschechoslowakei. Nach dem Tode des Außenministers kamen die Menschen zu Zehntausenden, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Mit Tränen in den Augen legten sie Blumen und Kränze an seinem Grabe nieder. Alle schienen zu spüren, dies ist das Ende. Leider. We felt it like that, unfortunately. Die kommunistische Machtübernahme in Prag schockierte Washington. Die isolationistischen Kräfte im amerikanischen Kongress zögerten noch immer, grünes Licht für den Marshallplan zu geben. US-Präsident Truman appellierte an die Abgeordneten. Die Sowjetunion und ihre Statthalter haben die Unabhängigkeit und den demokratischen Geist einer ganzen Reihe von ost- und mitteleuropäischen Staaten zerschlagen. Die Brutalität dieser Handlungsweise und die klare Absicht, sie auf die übrigen Nationen Europas auszuweiten, haben zu der kritischen Lage im heutigen Europa geführt. Alles hing am seidenen Faden, als beide Häuser des Kongress über die Zustimmung zum Marshallplan debattierten. In diese Debatte platzte die Nachricht vom Staatsstreich in der Tschechoslowakei. Das brachte die Wende. Sogar die meisten der Isolationisten erkannten, dass die Russen, wie im Falle der Tschechoslowakei, gen Westen drängten. Das war entscheidend für die Gesetzesinitiative. So it helped very importantly to pass the legislation. Am 3. April 1948 bewilligte der US-Kongress Marshallplanmittel in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Die Hungernden zu versorgen und die Ausbreitung des Kommunismus in Europa zu verhindern,
Das war das politisch-humanitäre Ziel. 20% der Hilfsmittel wurden auf Kredit gewährt, 80% als Wiederaufbaudarlehen. Die ersten Lieferungen bestanden aus Nahrungs- und Düngemitteln. Dann folgten Maschinen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion. In den 4 Jahren des Wirtschaftshilfeprogramms verteilten die Marshallplan-Beauftragten 13,5 Milliarden Dollar an 16 Staaten. Weder zuvor noch jemals wieder hat eine Handvoll Leute in der US-Regierung mehr Geld ausgegeben als damals beim Marshallplan. Das war ein einzigartiges Unternehmen. Natürlich brachten Europas Einkäufe amerikanischer Güter und Maschinen so manchen Wirtschaftshilfedollar zurück in das Geberland und fachten so den Nachkriegsboom in Nordamerika an. Most people I knew felt that the generosity of Americans. Die meisten, die ich kannte, hielten die Großzügigkeit der Amerikaner für Eigennutz. Sie betrachteten Europa als nützlichen Absatzmarkt für ihre Waren. Das erkannten wir an der Art der Dinge, die wir mit dem Geld kaufen sollten, das sie uns geliehen hatten. Eines der Länder, das Hilfe am dringendsten brauchte, war Griechenland, verwüstet von Krieg und jahrelangem Bürgerkrieg. Im Norden des Landes machten Regierungstruppen immer noch Jagd auf kommunistische Untergrundkämpfer. Greece, of course, emerged from the war in a terrible state. Griechenland befand sich nach dem Krieg in einem furchtbaren Zustand. Ungefähr 2000 seiner Dörfer waren in den Vergeltungsschlägen der Nazis dem Erdboden gleichgemacht worden. Dazu kamen die Folgen des Bürgerkrieges. Auch die soziale Struktur des Landes lag in Trümmern. Während der 4 Jahre des europäischen Wiederaufbauprogramms erhielt Griechenland fast 700 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe. Junge Amerikaner hatten plötzlich äußerst verantwortungsvolle Positionen inne. I was the youngest member of the Marshall Plan Mission in Greece. I arrived there. Ich war der jüngste Vertreter der Marshall Plan Mission in Griechenland. Ich war dort im Alter von 23 Jahren angekommen und zu meiner Überraschung wurde ich ein Jahr später mit 24 Leiter des griechischen Einfuhrprogramms. Unsere Projekte erstreckten sich übers ganze Land, bis in jeden einzelnen Wirtschaftsbereich. Man darf sagen, Amerika versorgte das griechische Volk mit allem. Mit Essen, mit Brennstoff und Kleidung. In den Bergdörfern Nordgriechenlands wurden die smarten Marshallplan-Gesandten manchmal vor ganz unerwartete Aufgaben gestellt. During the war and during the Civil War, one of the major elements destroyed. Die Kriegsereignisse hatten vor allem die bäuerlichen Zug- und Lasttiere dezimiert. Deshalb entschlossen wir uns zur Einfuhr von Arbeitstieren, die wir am besten kannten, Maultiere aus Missouri. Aber der Missouri-Maulesel ist nicht nur störrisch, sondern auch groß und kräftig. Nach langer Seereise trafen die amerikanischen Maultiere in Griechenland ein. Die Dorfältesten hatten uns mitgeteilt, die Maulesel wären da. Also gingen wir zur Genossenschaft in Xanti. Da bekamen wir unsere Mulis. Die Bauern durften Lose ziehen. Man bekam einen kleinen Zettel mit der Nummer des Maultiers. Den brachte man zum Fuhrmann. Der verglich die Nummer auf dem Zettel, brachte uns zu dem Tier und sagte, nimm ihn dir.
Die amerikanischen Maulesel waren wesentlich größer und stärker als die Tiere, die die Bauern bisher gewohnt waren. Die Maulesel waren sehr gut. Sie waren zwar ein bisschen ungestüm, doch mit der Zeit bekamen wir sie in den Griff. Sie waren groß und stämmig. Wir spannten sie vor unsere Pflüge. Sie waren sehr gut. Man gab mir einen erstklassigen Maulesel und wir begannen mit dem Pflügen. Die amerikanischen Maulesel waren die besten. Sie stammten aus Zuchtstellen. Sie waren gut genährt. 200 Kilo konnte man ihnen aufladen. Die konnten sie auch schleppen. Unsere einheimischen Maultiere sind klein. Wir waren sehr dankbar. Was sonst? Wir hatten doch nichts. Es lebe Amerika. Das industrialisierte Europa hatte andere Probleme. Frankreich 1947. Bei Paris traten Arbeiter der Renault-Werke in den Streik. Als kommunistische Kabinettsmitglieder sich mit ihnen solidarisch erklärten, wurden sie aus der Regierung entfernt. Es folgten monatelange Unruhen. Die Streiks weiteten sich aus. Im Herbst gingen 3 Millionen Arbeiter auf die Straße. We had a lot of sympathy for the strikers. Wir hatten großes Mitgefühl mit den Streikenden. Wir wussten, sie wurden schlecht bezahlt und wir wussten, dass die Regierung nichts für sie tun würde, sofern sie nicht kräftig Druck machten. Die Regierung befürchtete einen Bürgerkrieg. Die Vereinigten Staaten ließen Paris wissen, dass die französische Industrie keine Hilfe aus dem Marshallplan erwarten könne, solange nicht die Bedrohung durch die Kommunisten unter Kontrolle gebracht würde. Höhepunkt einer Sabotagewelle war ein schreckliches Zugunglück. Ein Expresszug war zum Entgleisen gebracht worden. 20 Menschen starben. Das kostete die Streikenden viel Sympathie in der Öffentlichkeit. Die Unruhen nahmen ein Ende. Die französische Vierte Republik erhielt nun Marshallplanhilfe in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar. Jugoslawien war bei Kriegsende kommunistisch geworden, ohne dass Moskau dabei nachhelfen musste. Marschall Tito, der jugoslawische Führer, schloss ein Bündnis mit Stalin, doch er erwies sich als unbequemer Bündnispartner. Tito, по мнению Сталина, вообще... Stalin war der Meinung, dass sich Tito viel zu viele Freiheiten herausnehme, sogar in der Außenpolitik. Tito dachte nicht daran, Stalin zu konsultieren oder vor politischen Entscheidungen um Rat zu fragen. Er wich immer mehr vom sozialistischen Weg ab. ...1948 kam das Zerwürfnis. Stalin verbannte Tito aus dem Kominform. Der Rausschmiss geht einher mit einer Wirtschaftsblockade der Kominform-Länder gegen Jugoslawien. Eine wirtschaftliche Wendung Titos zum Westen zeichnet sich ab. Bereits 1949 schließt er mehrere Handelsabkommen, besonders mit den USA. Die Sowjetunion bezeichnete Jugoslawien nun offiziell als Feind. Amerikanische Vermittler überbrachten Hilfe in Höhe von mehr als 150 Millionen Dollar. Das war kein reiner Akt von Menschenfreundlichkeit. Die Vereinigten Staaten hatten ein starkes Eigeninteresse am Erfolg des Marshallplans, sonst wäre er nicht zustande gekommen. Amerika hatte ein vitales Interesse an der wirtschaftlichen Erholung Westeuropas. Hätten die Vereinigten Staaten zugelassen, dass Europa zusammenbrach, dann hätte uns das weit mehr gekostet als der Marshallplan. Es zahlte sich aus, Gutes zu tun. We were doing well by doing good. Washington ließ es bei guten Taten nicht bewenden. Man heckte auch andere Taktiken aus. In Italien war 1948 die kommunistische Partei unter Togliatti treibende Kraft im Linksbündnis der Volksfront. Die Christdemokraten unter Führung von De Gasperi stellten die Regierung des Landes. Im April, bei den ersten Parlamentswahlen seit Kriegsende, machten sich die Kommunisten große Hoffnungen auf einen Sieg an den Wahlurnen.
Io mi aspettavo che il Fronte Popolare. Ich erwartete wirklich, dass die Volksfront, das Bündnis der Linksparteien, die Wahlen gewinnen würde. Che vincessero e quindi che vincesse il Fronte, questa unità. Dieser Zusammenschluss war notwendig, um ein Gegengewicht zu den Christdemokraten und den Kräften der Rechten zu bilden. Manch einer in Italien befürchtete einen Sieg der Kommunisten. Jene Wahlen hätten darüber entscheiden können, ob Italien seinen Platz auf der einen Seite der Welt behielt oder zur anderen Seite überwechselte. Zunächst einmal wäre das eine Tragödie für Italien gewesen, aber auch eine Tragödie für Europa, für die Mittelmeerregion und auch ein großer Rückschlag für Amerika. In den Vereinigten Staaten wurde eine Kampagne inszeniert, die die Italo-Amerikaner aufforderte, ihren Verwandten dringend abzuraten, die Kommunisten zu wählen. 10 Millionen solcher Briefe wurden verschickt. Liebe Cousine Maria, hast du dir überlegt, was ein Sieg der Kommunisten für Italien bedeuten würde? Es wäre entsetzlich. Italien würde unmittelbar vom Kreml aus regiert. Du weißt ja, was in der Tschechoslowakei geschah. Du musst einfach den Ernst der Lage erkennen. Du müsstest lesen, was die Zeitungen hier schreiben. Hör auf und ich bitte dich inständig, bei den Wahlen nicht kommunistisch zu wählen. Dein Cousin Luigi. Das war eine sehr kluge Initiative, weil sie unmittelbar auf die Familien einwirkte. Nach mehr als einem halben Jahrhundert der Auswanderung gab es in Amerika Hunderttausende italienischer Familien. Und von denen einen Brief zu erhalten, in dem davor gewarnt wurde, kommunistisch zu wählen, war sehr wirkungsvoll. Es blieb nicht beim Briefeschreiben. Der neu geschaffene US-Geheimdienst CIA setzte sich an die Spitze der Offensive. Was die CIA brauchte, war die Legitimation zur Entwicklung eines verdeckten Aktionsprogramms. General Marshall wusste, dass die Lage in Italien kritisch war. Da gab es die zahlenmäßig stärkste kommunistische Partei außerhalb des Sowjetimperiums. Und keine Organisation, die eingreifen konnte. Ihm war bewusst, dass das Außenministerium nicht tun konnte, was hätte getan werden müssen. Und so erklärte er persönlich, wir müssen in die Lage versetzt werden, ein verdecktes Aktionsprogramm auszuführen, mit dem wir dieser enormen kommunistischen Bedrohung entgegentreten können. Das führte zu einer intensiven Debatte innerhalb der CIA, ob sie tatsächlich die Rechtsgrundlage für verdeckte Operationen besäße. CIA-Anwälte studierten den Text des National Security Act, des neuen Gesetzes zur nationalen Sicherheit, und kamen zu dem Schluss, wenn es sich beim Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates um den Präsidenten der Vereinigten Staaten handelt und wenn er persönlich die CIA anweist, spezifische Operationen zur Unterstützung demokratischer Parteien durchzuführen und der Kongress die dafür notwendigen Geldmittel bewilligt, dann bedeutet dies die notwendige Vollmacht. Damit hatten wir grünes Licht. Die CIA griff ein und begann mit verdeckten Operationen die italienischen Antikommunisten und die Christlich-Demokratische Partei Italiens zu unterstützen. Ich war damals in der betreffenden CIA-Abteilung, die einspringen und ohne Vorbereitung verdeckte Aktionen durchführen musste. Wir hatten Koffer voller Geld, die wir bestimmten Politikern zur Deckung ihrer Wahlkampfauslagen für Plakate und Flugblätter überbrachten. Ich persönlich bin mir dessen nicht bewusst. Es war wohl die Rede davon, doch ich weiß nichts Konkretes, weil ich nie direkt in Parteiangelegenheiten involviert war. Auch die Kirche formierte sich zu einer machtvollen Attacke gegen die Kommunisten. Pio XII era molto preoccupato del Partito Comunista.
Papst Pius XII. War sehr besorgt über die kommunistische Partei. Nicht wegen ihrer Politik, sondern wegen ihrer materialistischen Doktrin. Und als Papst musste Pius XII. Durchaus besorgt sein über das, was damals in Italien vor sich ging. Es entstand ein umfassendes kirchliches Netz von Wahlkampfkomitees, das Hand in Hand mit den Organisationen der katholischen Kirche arbeitete. Man kann sagen, dass alle Parteien uns wegen unserer Struktur und unserer erfolgreichen Wahlplakate beneideten. In den ländlichen Gebieten gab es nirgendwo Kinos. Deshalb hatten wir den Einfall, mit auf Lastwagen montierten Projektoren durch die Dörfer zu fahren und abends Filme zu zeigen. Wahlkampffilme. Überall, wo wir auf dem Dorfplatz vorfuhren, strömten die Leute nur so herbei. Sie entfesselten diese enorme Kampagne gegen die Linke, gegen Kommunisten und Sozialisten. Und sie verbreiteten die gemeinsten Lügen über sie. Ganz ungeheuerlich war das. Die Kirche hatte großen Einfluss auf das Volk, das zu 90% aus Katholiken und Kirchenmitgliedern bestand. Ma io in quel periodo lì non cioè ero. Ich war damals eine praktizierende Katholikin. Ero rigorosissima. Ich ließ nie die Messe aus. Eines Sonntags hörte ich eine Predigt. Und ein Satz des Priesters von der Kanzel grub sich besonders fest in mein Gedächtnis. Er sagte: Der Kampf gegen den Kommunismus ist ein heiliger Krieg. E mi ha colpito questa frase che la ricordo ancora oggi, che ha detto che la guerra contro i comunisti era una guerra santa. Dem Faschismus hatten sich Papst Pius XII. Und die katholische Kirche nicht widersetzt. Den Kommunisten jedoch setzte der Vatikan energischen Widerstand entgegen. Noch wenige Tage vor den Parlamentswahlen wurden zahlreiche Mitglieder der KP von Papst Pius XII. Exkommuniziert. Das hörte, habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Ich war ja schließlich selbst betroffen durch meine Verlobung. Im Jahr darauf wollten wir heiraten und nun durften wir nicht kirchlich getraut werden. Il Papa Pacelli, Pio XII, che Papst Pius XII. Exkommunizierte uns Kommunisten und unsere Freunde. Scomunicò i comunisti, gli amici dei comunisti. Non potendomi sposare in chiesa, non potevo indossare l'abito bianco. Nicht kirchlich getraut zu werden, hieß kein weißes Brautkleid, keine Blumen und keine Musik. Mio che era quello che mi aveva fatto da padre, da bambina. Mein Onkel, der mir als Kind wie ein Vater gewesen war, durfte mich nicht einmal zum Altar geleiten. Ganz abgesehen davon, dass für mich als Katholikin der Bund der Ehe vor einem Priester geschlossen werden musste, einem Stellvertreter Gottes auf Erden. Das war mein unerschütterlicher Glaube. In seiner Ansprache hatte Papst Pius XII. Gesagt, man ist entweder für Christus oder man ist gegen ihn. Und die kommunistische Partei war gegen Christus. Das waren eindeutig Atheisten. Deshalb hatten Pius XII. Und die Kirche die Pflicht, ihre Gläubigen zu schützen. Seitens der Kirche gab es keinen anderen Schutz, als alle christlichen Gruppierungen gegen die KP zu mobilisieren. Am 18. April 1948 gingen die Italiener an die Wahlurnen. Die Christdemokraten errangen einen überwältigenden Wahlsieg.
Italien, das war überdeutlich, würde der westlichen Allianz erhalten bleiben. Die Kommunisten verloren fast die Hälfte ihres Stimmenanteils. Ho pianto moltissimo. Ich habe sehr geweint. Perché wir hatten so hart für einen Sieg gearbeitet. Wir hatten uns so angestrengt. Ich weinte und weinte. Unser Sieg war noch größer, als wir erwartet hatten. Es war das einzige Mal, dass wir Christdemokraten die absolute Mehrheit im Parlament errangen. Auch die CIA zog ihr Resümee aus diesem Wahlsieg. Wir empfanden große Genugtuung. Uns war eigentlich gar nicht bewusst, dass wir damit die erste erfolgreiche verdeckte politische Aktion des amerikanischen Geheimdienstes durchgeführt hatten. Und ihr sollten noch viele weitere folgen. Nachdem Italien sich entschlossen hatte, im westlichen Bündnis zu verbleiben, ergoss sich eine wahre Flut an Marshallplanhilfe über das Land. In Turin erhielten die Fiat-Automobilwerke gigantische neue Fertigungsstraßen aus Detroit und Pittsburgh. Fiat wurde zu einer der bestausgerüsteten Produktionsstätten Europas. Mit der Modernisierung der Fiat-Werke konnte der Aufschwung der italienischen Industrie beginnen. In Europe and in Italy especially, wir in Europa und besonders in Italien betrachteten Amerika als allmächtig. Die USA erzeugten 50% des Bruttosozialprodukts der ganzen Welt. Sie besaßen die modernste Technologie, sie hatten die Nazis bezwungen. Und nun waren wir angenehm überrascht von der Großzügigkeit ihrer Außenpolitik, die ihren Ausdruck vor allem in der großzügigen Hilfe des Marshallplans fand. Im Marshallplan äußerte sich auch der Wunsch der Vereinigten Staaten nach einer gesicherten Zukunft Europas. Modernisiert euer Wirtschaftssystem, hieß die Botschaft. Dann könnt ihr so sein wie wir. The Americans were trying to impose American ideas, American organization. Den Amerikanern lag sehr daran, in Europa amerikanische Ideen und amerikanische Organisationsformen einzuführen. Das vorherrschende Gefühl war, Europas aufzubauende Wirtschaft müsse, um auf dem Weltmarkt wieder wettbewerbsfähig zu werden, amerikanische Produktions- und Managementmethoden nachahmen. Und zahlreiche europäische Geschäftsleute waren scharf darauf, genau das zu tun. In den ersten Nachkriegsjahren befand sich ganz Europa in einer Rezession. Zunächst half uns der Marshallplan aus dieser Rezession heraus und brachte einen gewissen Schwung in die Wirtschaft. Das war der erste Schritt. Der zweite wichtige Schritt führte dann in Richtung Europäische Gemeinschaft. Es folgten NATO, die Bindung der europäischen Staaten aneinander und an die Vereinigten Staaten. Der Marshallplan hatte eine europäische Konsumgesellschaft zum Ziel. Die Vereinigten Staaten wollten einen marktwirtschaftlich geordneten westlichen Block, friedlich und geeint und eng verbunden mit dem Handel und dem Kapital Amerikas. Die Sowjetunion sah sich gezwungen, einen konkurrierenden Wirtschaftsblock aufzubauen. Doch die Menschen in den sozialistischen Ländern